Hi und herzlich willkommen bei Looks Like Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und bei mir sind wieder meine fantastischen MitspielerInnen und Gäste. Sagt Hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste! Hallöle! Hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste! Wir spielen heute mal was anderes als D&D und probieren das Regelsystem von Free League aus, Tales of the Loop. Die 80er, die niemals existiert haben. Und ich habe heute ein fantastisches Ensemble um mich herum versammelt, um dieses One-Shot zu spielen von Tales of the Loop, das ich gerne im Einzelnen einmal vorstellen möchte. Ich habe in der oberen Reihe, ich weiß nicht, ob es zu meiner linken oder zu meiner rechten ist, aber da, wo ich jetzt hinzeige, haben wir Julian Bonnell als Ronny Reimann. Auf der anderen Seite haben wir einen ganz besonderen Gast von Natural One. Dennis, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Natural One ist auch ein Kanal, der sich mit Rollenspiel beschäftigt. Magst du kurz ein bisschen erzählen, was ihr so gemacht habt oder was ihr so plant oder was gerade so hot bei euch ist? Ja, hauptsächlich haben wir einen Game Master Podcast am Laufen, aber wir haben jetzt auch ein bisschen expandiert in Richtung eigene Website. Ne? Wir bauen unseren Discord aus und kleiner Sneak Peek, bei uns kann man fürs One-Shot-Spielen Geld verdienen, tatsächlich. Also ich habe bei mir auf dem Discord ein jetzt, das ist der aktuelle heiße Scheiß, weil so, wir gehen jetzt bald in die Sommerpause, dass ich jeden Monat sozusagen den besten One-Shot, der bei uns auf dem Server gespielt wird, küre und dafür 25 Euro Steam-Guthaben raushaue. Das ist ein Deal. Ich habe es mir jetzt nicht selber aufgeschrieben, weil ich das wahrscheinlich machen werde. Aber gehen wir doch mal weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis. Schön, dass du hier bist und dass du die Zeit gefunden hast, mit uns Tales of the Loop zu spielen. Dann haben wir in der unteren Reihe, und zwar da, genau, Hanna Neumann als Cora Müller, der Computerfreak. Und als letztes unseren altbekannten Aaron Jeske mit heute leider nicht seiner Paraderolle Arnim von Gunzelburg, sondern als Rune Maria Bemsheim. Aaron, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, und bei diesem One-Shot. Bemsheim. Bemsheim. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der Bemsheim ist jung. Tales of the Loop ist auch für mich ein relativ neues System, deswegen werde ich wahrscheinlich zwischendurch mal ins Buch gucken und mal ein bisschen sagen, aber eigentlich sollten wir da relativ geschmeidig durchkommen und ich glaube, wir können starten mit unserem One-Shot von Tales of the Loop, die neue deutsche Welle. Wir befinden uns in Deutschland, Kreis Ansbach im Taunus. Es ist eine Gemeinde, die aus vielen Dörfern zusammengefasst worden ist, von vielen Kleinstädten, Waldems, Glashütten, Idstein. Aber es sind die 80er, im präzise 1985, die es niemals gegeben hat. Vor einiger Zeit hat die Königskron GmbH den Loop gebaut in der Nähe von Waldems. Ein Hadronenteilchenbeschleuniger, der wie ein Goldrausch der Wissenschaft nach sich gezogen hat. Deutschland ist der dritte Loop nach Boulder City in den USA und den Malerinseln in Schweden hat nun auch der Taunus und Deutschland seinen eigenen Loop und seine eigene Spitzenforschung. Zum großen Missfallen von Frankreich und Russland und der DDR, die sich gedacht haben, es ist nicht gut, den Deutschen nochmal irgendeine Art von Macht zu geben, aber nichtsdestotrotz ist der Loop dort entstanden durch die Königskron GmbH. Als der Loop dort entstanden ist in der Zeit, sind immer mehr Mysterien aufgetaucht in den Wäldern und in den Städten um Kreis Ansbach. Es sind merkwürdige Tiere aufgetaucht, LKWs fahren nicht mehr über die Straße, sondern sind in Form von Gauss-Schiffen, fliegen sie mit Hilfe von Magnetfeldern weit über die Köpfe der Menschen in den Städten hinweg. Und auch die meisten Leute in dieser Region arbeiten für die Königskron GmbH. Und dort an einem lauen Sommernachmittag befinden sich unsere Mitspielenden.
Und unsere erste Szene beginnt bei der Funk AG in der Ferdinand Wagner Gemeinschaftsschule. Es ist mittlerweile schon nach 16 Uhr und der Unterricht hat offiziell, ist offiziell schon beendet. Nicht aber für Ronny Reimann. Ronny Reimann sitzt in der Ecke des Funk AG-Raums und muss zuschauen, wie Herr Asselmann, der Lehrer und der Verantwortliche für die Funk AG, einer Gruppe von interessierten Kindern und Jugendlichen eine CB-Funkanlage zeigt, wo Ronny nicht partizipieren darf, weil er muss nachsitzen. Er wurde zum wiederholten Male beim Rauchen hinter der Turnhalle erwischt. Und an dem Schreibtisch von Herrn Asselmann liegen noch Ronnys F6-Zigaretten und ein schwarzes Big-Feuerzeug in Reichweite. Und er hat da jetzt noch gut eine Stunde, die er zubringen muss, bevor er aus der Schulgefangenschaft entlassen wird. Ronny, magst du dich eben mal kurz vorstellen und beschreiben, wer du bist? So komplett mit allem drum und dran oder nur mich als Person? Dich als Person, was du von dir beschreiben möchtest. So ein bisschen grob, wie du aussiehst. Okay, also grob, wie ich aussehe, wie man im Trailer gesehen hat. Ich habe so ein bisschen so diese klassische grüne Jacke an. Ne, diese Militärjacke, die aber eher in der Punker-Szene getragen wurde. Habe die Seiten kurz rasiert, den Kopf obendrauf lang. Immer wieder bunt gefärbt. Das ein oder andere Ohrloch. Und ja, ich bin halt ein kleiner Unruhestifter. Wie genau, warum, wieso, weshalb, werden wir noch erfahren im Laufe der Zeit und wie sich das äußert. Und ja, ich rauche halt gern, ne? Du musst immer rauchen. Und überall. Ich muss rauchen. Also, wenn ich nicht rauche, bin ich nicht komplett. Ja. Jetzt sitze ich hier, weil der Asselmann, der ist eh ein Arsch. Der hat mich immer auf den Kieker. Hm. Wir nennen ihn auch Asselman. Und ja, jetzt sitze ich hier und warte. Du siehst, wie Herr Asselmann überaus engagiert den Schülerinnen und Schülern die Funkanlage beschreibt, wo der Sprechknopf ist, wie man die Frequenzen durchgeht und sich die ganze Gruppe an Kindern um diese Funkanlage versammelt und recht behutsam nach der Anleitung von Herrn Asselmann ein paar Funkkanäle durchgeht und ein wenig rumprobiert. Herr Asselmann ist ein Physiklehrer an eurer Gemeinschaftsschule, ist Anfang 40, hat noch nicht mehr ganz so volles braunes Haar und kleidet sich der Zeit entsprechend nicht so bieder wie andere Lehrer. Er gilt auch noch an dieser Schule als einer der jüngeren und fescheren Lehrer. Und nachdem er kurz beschrieben hat, gesagt, nun, also wenn ihr hier dann drauf drückt, habt ihr einmal das Testsignal, was man auch durchaus zum Morsen benutzen kann in dem Funkkanal. Und hier an dem Rädchen könnt ihr die jeweiligen Kanäle durchgehen. Na gut, aber dann probiert doch einfach mal aus, aber seid vorsichtig mit der Anlage, die ist sehr empfindlich. Und du siehst, wie er zu dir in der Ecke des Raumes an ein paar Schulbänken vorbeigeht und du in der letzten Ecke an deinem kleinen Einzeltisch rumlungerst und er sich mit einem Bein auf die Tischplatte setzt, die Arme verschränkt und dich mit einem vorwurfsvollen und teilweise und mitleidigen Blick anschaut. Ronny, was ist los? Ich häng hier rum. Also, haben Sie Alzheimer oder wie? Sie haben mich doch hier nachsitzen lassen. Ich weiß, also ich war selber mal in deinem Alter. Und da war ich auch, rebellisch. Ich hab so richtig, so die da oben, ne? Die hab ich, da war ich so richtig gegen. Da oben? Glaube ich, ja. Wir haben damals sogar demonstriert. Nein. Mal.
Und wir hatten auch Haare, die gingen uns bis über die Schulter. Aber das ist... Aber Ronny, zum achten Mal. Ich habe dich jetzt zum achten Mal eingesammelt in der Torlade rauchen. Kannst du... Also ich habe da jetzt persönlich... Es ist nicht gut, also rauchen ist wirklich, wirklich nicht gut. Aber muss das hinter der Turnhalle sein? Ja, nee, es muss natürlich nicht in der Turnhalle sein. Ich kann auch hier rauchen. Aber das ist ja noch auffälliger. Also ich bin ja nicht doof. Natürlich rauche ich da, wo ich am unwahrscheinlichsten entdeckt werde. Ich frage mich auch, was sie jeden Tag hinter der Turnhalle machen, dass sie mich da immer erwischen. Nun, ich... weiß halt gerne, was auf dem Schulgelände so vor sich geht. Aber Ronny, und er beugt sich ein bisschen nach vorne, unter uns. Du scheinst ein cleverer Bursche zu sein. Aber das wird lange nicht gut laufen. Also wenn nicht ich dich erwische, sondern die Schulleiterin, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Können wir eine Abmachung machen? Auf Augenhöhe. Von Mann zu Mann. Schieß los, Mann. Auf Augenhöhe. Du wirst jetzt nicht mehr hinter der Schule rauchen. Auch nicht mehr nach der Schule, nicht während der Schulzeit, auch nicht vor der Schule, gar nicht. Und zack, hast du das Problem mit dem Rauchen einfach. Sie haben es einfach gelöst. Einfach aufhören. Ich weiß. Wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist. Verdammte Scheiße. Danke. Hätten sie mir das beim ersten Mal gesagt, nicht beim achten Mal. Ironie ist eine Charaktereigenschaft eines geschärften Geistes, Ronny. Du willst es zwar noch nicht wahrhaben, aber ich glaube. Ich glaube, du kannst es einmal weit bringen. Er steht auf und geht zu seinem Schreibtisch, holt deine Zigarettenpackung vom Tisch, die noch halb voll ist, und dein Feuerzeug und legt das aber mit der Hand immer noch drauf auf den Tisch. Wenn du mir jetzt versprichst, dass du nicht mehr auf dem Schulgelände rauchst, haben wir gar kein Problem mehr. Und ich lass mal kurz die Zigaretten hier liegen und muss dann weiter zur CB-Funkanlage. Ja, verstehst du? Ich glaub, der kleine Junge da vorne, der drückt die Tasten zu fest, da werde ich mal schnell hingehen. Ja, er guckt immer nach hinten. Haben wir eine Abmachung? Sicher. Hand drauf. Er greift deine Hand und sagt: Ja, supi! Dann haben wir doch eine ganz knorke Übereinkunft. Boah, ich hatte genau das Wort im Kopf gerade. Richtig dufte ist das. Mann, Lehrer, ey. Ja, und dann. Er guckt auf seine Armbanduhr. Also, wenn du dich für Funkanlagen interessierst, kannst du noch gerne mitmachen. Ich pack die Zigaretten und stehe auf. Ich weiß, wie es endet. Ich gehe. Dein Nachsitz ist noch nicht beendet, Ronny. Ach so, ich dachte, die Wahl wäre gewesen, wenn ich mich interessiere, kann ich hierbleiben, ansonsten kann ich gerne gehen. Es war eine Einladung. Die akzeptiere ich. Danke. Sie haben einen gut bei mir. Definitiv. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf irgendwie Charme oder ein... Ja, Charme gibt es. Ich habe mir selber aber keine Charmepunkte vergeben. Ja, dann mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Einfühlen Charme. Einfühlen noch, meinst du vielleicht? Einfühlen oder Charme? Nee, gib mir Charme. Charme, okay. Das ist dann Herz... Hier, Würfel... Natürlich habe ich eine 6, ohne Scheiß. Also, hör mal. 6, 4, 4, 1.
Kurze Erläuterung, Tales of the Loop funktioniert ein bisschen anders als D&D. Wir würfeln mit 6-seitigen Würfeln und die Anzahl der Würfel wird durch den Charakterbogen und durch die Fähigkeit bestimmt. Und jede 6 ist ein Erfolg. Und das ist im Grunde genommen das Spielsystem. Und du hast einen Erfolg gehabt. Einen Erfolg. Das sollte reichen für einen Physiklehrer. Herr Asselmann grinst halt leicht und sagt, ich war genauso ein wütender und engagierter Junge wie du. Sehen Sie, und wenn ich mich richtig anstrenge, dann kann ich auch Physiklehrer an einer mittelständischen Schule werden. Waldmanns Heil und geh raus. Überspann den Bogen nicht, Reimann. Und am Rausgehen siehst du, wie die Gruppe von Schülern und Schülerinnen vollkommen Mayhem veranstalten an dieser CB-Funkanlage. Einer hat schon einen Knopf in der Hand, ans Drücken, und du hörst im Hintergrund: Hallo, hallo, hallo Funkanlage! Und die schreien da rein, und du hörst im Hintergrund, einer dreht wie wild an dem Knopf. Statisches Rauschen von links nach rechts, die Boxen dröhnen ein wenig, und du hörst dort noch einen kurzen Fetzen von einer Funkfrequenz, die eine klare Stimme hat. Ihr sagt, und denkt immer daran, dieses Wochenende ist doch Wunschkonzert hier auf Beats FM. Und wenn ihr einen Liederwunsch für uns habt, dann ruft uns doch einfach an unter der 0221 4230 2812. Wenn ihr einen Musikwunsch für uns habt, dann ruft doch einfach durch und sprecht uns auf den AB unter 0221 4230 2812 und abgewürgt. Und du machst dich auf dem Weg aus der Schule raus. Erstmal eine Kippe. Erstmal eine schöne Ziese rauchen. Ich gehe aus dem Tor raus, auf der Schwelle noch. Zünd mir eine Zigarette an, dreh mich um und guck, ob ich Herrn Asselmann am Fenster sehe. Und wink ihm zu. Und winke ihm Tata. Okay. Gerade in diesem Moment, du zündest dir eine Kippe an, drehst dich um und gehst zur Fensterfront der AG-Raums, ebenerdig im Erdgeschoss. Und siehst du, wie Herr Asselmann gerade drinnen versucht, mit beiden Händen irgendwie die Kinder von der Anlage irgendwas zu reparieren. Und schaut noch einmal kurz hoch und sieht dich. Und du kannst von seinen Lippen ablesen, das kann doch nicht sein Ernst sein! Und er bewegt sich raus. Das kann ich ablesen. Dann versuche ich ihm über meine Lippen zu sagen, und ob das ernst ist. Er ist schon durch die Tür raus und macht sich auf den Weg zum Ausgang und Eingang der Schule. Was? Der will mir hinterher? Ja, der will gleich wieder hinterher. Lauf. Ja, okay, dann laufe ich. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe. Habe ich ein Fahrrad da stehen? Du kannst ein Fahrrad da stehen haben, wenn du möchtest. Oh mein Gott. Make a wish. Da ist ein Fahrrad. Dann steige ich auf mein Rad und fahre weg. Du begibst dich auf dem Weg nach Hause in die Neubausiedlung der Wald, wie sie alle nennen, weil alle Straßen nach Bäumen benannt sind. Und auf deinem Weg dahin kommst du am Königspark vorbei. Eine größere Sportanlage, die von der Königskron GmbH dort neu aufgezogen worden ist. Ein Tennisplatz, ein Bolzplatz mit Tartan-Boden, was für die Zeit ein Novum war und viel besser als die buckeligen Grasplätze und Ascheplätze, auf denen man sich halt nur hart verletzen konnte, wenn man da drüber rutscht. Und eine neu aufgezogene Eissporthalle, die teilweise auch zu einer Mehrzweckhalle umfunktioniert werden kann, aber im Großen und Ganzen ist die Eisfläche immer beständig erreichbar für alle, die sie möchten, und vor allem für den Vereinssport. Und dort sehen wir in der Halle Jan Kleemann, aka Eis, wie er von seinen Teamkameraden genannt wird, beim Eishockeytraining. Und dort wird er von
Von Rolf Kopacek, dem Trainer deiner Eishockeymannschaft, über den Platz gejagt. Jan, mach mir doch bitte mal ganz am Anfang einen Wurf auf Kraft. Kraft, Körper, 8 Würfe, okay. Zwei Erfolge. Es läuft heute nicht ganz so geil, aber du powerst dich dadurch. Es gibt manche Tage in der Eishalle, da fegst du in einer abartigen Geschwindigkeit übers Eis, als ob du nichts anderes am Leben gemacht hättest. Und an anderen Tagen ist es wie durch Matsch strampeln. Heute ist wieder so ein Tag wie durch Matsch strampeln, aber du bist in guter Form. Du powerst dadurch und dein Trainer Kropatschek ruft von der Seitenlinie: Ja, gut, Jan, mehr. Das muss schneller gehen, das muss wesentlich schneller gehen. Aber du bist auf dem Weg, du bist auf dem guten Weg. Gut, machen wir Pause. Guckt euch Jan an. Er ist der schlechteste von euch, aber immer noch besser als alle anderen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr große Schippe, könnt ihr abschneiden von Jan. Einsatz will ich sehen. Und du schiebst dich vom Eis. Die Türen der Seitenbande gehen auf. Und du trittst aus dem Eisstadion raus. Magst du kurz beschreiben, wie Jan Klemann aka Eis aussieht? Ja. Also ich gehe da raus und ziehe meinen Helm aus und lasse meinen blonden, lockigen Fukuhila frei. Ja, ich trage jetzt gerade ein Hockey-Jersey. Nur ist er diesmal halt ausgewuchtet, weil ich natürlich auch die Schutzausrüstung darunter trage. Aber in der Regel trage ich den gleichen oder vielleicht einen anderen Hockey-Jersey auch. Und ich laufe halt eigentlich immer in Vereinsfarben rum. Genau, ich bin 15 Jahre alt. Ich schätze mal relativ kräftig also im Gegensatz zu anderen Leuten, weil ich halt sehr viel Zeit im Training verbringe. Ja, du bist ein ganz schönes Tier für einen 15-Jährigen. Ja, kann man vielleicht so sagen, genau. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, na, ich schätze mal, ja, ich ziehe jetzt einfach dann erstmal den Helm aus und hole irgendwo ein Handtuch und wisch mir den Schweiß von der Stirn. Dein Trainer Rolf ruft dich rüber. Jan, kannst du kurz kommen? Ich komme schon noch trinkend zu ihm. Wirklich? Form ist auf dem Weg. Nicht gut, aber du bist wie Klumpenton formbar. Aber schon ein bisschen hart, aber formbar. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ich verstehe, ja. Rolf. Was ich dir sagen wollte, kannst du deinem Vater sagen, dass er mich nicht mehr anrufen soll? Wieso ruft er denn an? Nee, er ruft immer nach Training an und Spiel an und fragt, war Jan gut? Erzählen Sie mir, wann war Jan sehr gut? Wie ist sein Training? Verbessert er sich? Und ich sage ihm, ja, Tage gut, Tage schlecht, meistens ab und zu gut. Aber ruft er immer wieder an und es nervt. Ich werde ihm Bescheid sagen, ja. Klar, er ist, natürlich. Er könnte auch zu den Spielen kommen, da könnte er sehen, wenn er sich benimmt. Er hat meistens zu tun, aber na, Sie wissen ja, ich bin eigentlich immer froh drum, wenn er nicht kommt. Genau. Er sollte halt nicht an der Bande stehen und mir mein Klemmbrett wegnehmen und schreien, was zu spielen ist. Ja, das tut mir auch nochmal leid wegen letztens. Also ich muss da echt noch mit ihm reden, dass er ein bisschen runterfährt, aber ja. Er will halt, dass ich erfolgreich werde, so wie sie, ne? Dementsprechend. Ja, ja.
Ist ein netter Mann. Ist ein großer Mann. Ja, ja, ja. Wäre gut, weil er nicht hören auf mich. Er hört nicht auf mich. Als ich sage, rufen nicht an, rufen Sie nicht mehr an. Alles gut. Okay, mache ich. Gutes Gespräch. Ja. Und er möchte dir die Hand geben, weicht kurz aus, auf die Schulter klopfen und drückt dich einmal so an der Brust und geht weg. Ich muss mich echt noch an diesen Trainer gewöhnen. Du weißt, dein Trainer kommt aus dem Ostblock. Er ist auch, er ist der Stadionwart und auch kümmert sich ein bisschen um den Sportplatz und ist so Sportlehrer auf dem zweiten Bildungsweg. Also ein bisschen da reingerutscht. Es gibt Sportlehrer, es ist eine Kleinstadt, es gibt nicht viele Lehrer, es gibt nur alte Lehrer, wenige junge verirren sich in diese Region. Und er war damals in Osteuropa halt Olympiaspieler. Und ist aus der ehemaligen DDR geflohen. Aus der akuten DDR geflohen zu der Zeit. und ist dort jetzt bei euch so Teilzeit, Aushilfe als Sportlehrer und kümmert sich um die Eissporthalle und um die Sportplätze und trainiert halt die Eishockeymannschaft. Ja, okay. Was möchtest du machen? Du stehst am Rand, hast ein Handtuch um die Schultern, hast eine Wasserflasche. Es ist auch so um die 16 Uhr rum. Das Training ist für heute beendet. Ja, ich gehe in die Umkleide, wahrscheinlich mit den anderen daraufhin und gehe rein. Na, hau auch ein paar Leuten so auf die Schultern, gut gespielt heute und mach dann so schnell wie ich kann, dass ich in die Dusche reinspringen kann. Ein Teamkamerade von dir, der mit in diesem Verein steht, Uli, auch ein großer Typ, ähnlich wie dein Kaliber, kommt zu dir rüber und noch wenn du deine Klamotten anhast, schubst dich gegen den Spind und sagt, hör mal zu, du kleiner Pisser, musst du immer so ein scheiß Angeber sein? Halt die Schnauze, Uli, und setz dich dahin, wo du hingehörst. Willst du dich beulen? Willst du dich jetzt und hier beulen? Und er schmeißt seine Handschuhe auf den Boden. Ich drücke ihm in den Instant eine. Mach mir bitte mal einen Wurf auf Kraft. Drei Erfolge? Ich habe 8 Würfel. Ach du Scheiße. Ich bin Eishockeyspieler und habe auch nur darauf geskillt. Uli schmeißt mit einer Handbewegung, schmeißt beide Arme nach unten, dass seine Handschuhe von den Händen fliegen und will gerade dir eine zulangen und du bist so schnell und lädst ihn eine gerade rechte durch, mitten ins Gesicht und du siehst, wie seine Augen sich kreuzen, dann das rechte Auge in die linke Jackentasche guckt und er nach hinten einfach wie ein Baum, batz, umfällt. Und die ganze Kabine schreit, Schlägerei, Schlägerei. Ein paar Leute dich zurückhalten und einer losläuft und den Trainer holt. Es ist doch schon alles vorbei. Und ich gehe hin und nehme Ulis Handtuch, was da vielleicht noch irgendwie liegt, knüll das so zusammen und leg ihm das dann so unter seinen Kopf, damit er weich liegt. Okay. Du beugst dich über Uli, legst das Handtuch da rein. Ein paar Leute wollen dich versuchen zurückzuhalten, aber du gehst einfach bestimmt dahin und du hast auch einen ziemlichen Eindruck gerade in der Umkleidekabine gemacht. Und du siehst, wie langsam die Augen wieder gerade werden von Uli. Und euer Trainer Rolf in die Kabine stört und fragt, was hier los? Was? Jan, was? Was machst du da? Er ist hingefallen. Erzähl mir keinen Scheiß, er ist doch nicht hingefallen. Machen wir doch bitte mal einen Wurf auf. Ich muss mal gerade ein bisschen gucken, was es hier gibt. Ist das Schleichen? Nee, kann man nicht nehmen. Kontakt vielleicht? Auf Kontakt. Ja, nutzen wir nochmal Kontakt. Das ist auch
Also im Prinzip Fertigkeit plus Attribut, ne? Ja. Ja. Also auch 8. Wow, jetzt hab ich Zwei Erfolge. Du stehst auf und bevor du deinem Trainer antwortest, guckst du langsam in so gut wie jedes Gesicht deiner Mitspieler und sagst dann zu deinem Trainer, furztrocken, er ist hingefallen. Und keiner widerspricht dir. Und der Trainer guckt... Ah, lass mich mal kurz was gucken. Ja. Und der Trainer sagt, ja, was macht ihr dumme Sachen? Und beugt sich und klatscht halt Uli so langsam wieder wach. Uli, wie bist du, wo, Grafselkopf, wo bist du gefallen? Was hast du gemacht? Und kümmert sich um Uli. Was machst du? Ich beug mich auch runter zu ihm. Und wie gesagt, hab ich das schon gemacht mit dem Handtuch unter seinen Kopf legen? Das hast du schon gemacht, ja. Ja, und ich hol Ulis Flasche vielleicht und halte sie ihm auch so ein bisschen hin. Hier, heute ist ein warmer Tag, ich weiß. Uli ist vollkommen verwirrt. Dem hat er gerade einen Vorschlaghammer ins Gesicht getroffen. Alle, der ganze Team. Du kannst nicht unterscheiden, ob es Respekt oder Angst ist. Aber zumindest keiner sagt irgendwas. Du gibst ihm die Flasche, Uli guckt verwirrt nach dem Motto, warum? Trink. Es ist ein warmer Tag heute. Er trinkt, er hustet. Ja. Und du kriegst nochmal so ein Side-Eye von Uli, aber er trinkt auf, hält sich die blutende Nase und wird von eurem Trainer ein bisschen aufgepäppelt. Dann gehe ich duschen. Du gehst nach dem Training duschen, packst deine Klamotten. Hast du auch ein Fahrrad? Klar, wieso nicht? Ich muss ja irgendwie nach Hause kommen, ne? Schmeißt dich auf dein Fahrrad, schmeißt dir die typische Sporttasche mit einem Gurt über die Brust und fährst in Richtung der Waldsiedlung. Biegst eine Straße ab und kannst vor dir schon den blonden Undercut halb Iro von Ronny sehen. Der immer schneller trampelt. Der immer schneller trampelt. Und du trittst einmal in die Pedale, weil du ihn einholen möchtest. Ja. Schon in der Siedlung, in einem kleinen, gemütlichen Einfamilienhaus im Birkenweg, sitzt Cora vor ihrem leicht umgebauten Commodore C64 und versucht verschiedenste raubkopierte 5¼ Zoll Disketten zum Laufen zu kriegen, was nicht so richtig funktioniert. Ihr Commodore war nicht der neueste, aber sie ist recht geschickt, sogar schon mit dem Lötkolben verschiedene Kontakte und Chips neu zu verlöten. Und doch technisch recht versiert, mit diesem Gerät umzugehen. Cora, möchtest du dich gerne mal kurz vorstellen? Ich bin Cora Müller. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin ein Computerfreak, wie man gerade schon gehört hat, und habe einen braunen Bob mit einem Pony auch, der so ein bisschen mein Gesicht versteckt. Ich habe eine große Brille, die meine Augen noch größer wirken lässt. Genau, und ich bin schon eher schüchtern. Und ja, bin eher ein zurückhaltendes Kind, so. Und ja. Weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. du sitzt in deinem Zimmer, das nicht unordentlich ist, aber man könnte sagen gemütlich. Es ist halt allerlei technischer Klimbim, über halt auseinandergebaute Taschenrechner, die man zusammengeflanscht hat. Irgendwie, es liegen so ein paar Walkie-Talkies herum.
Ein paar davon funktionieren, ein paar davon sind auseinandergebaut. Ein Versuch auch an Walkie-Talkie mit einem C64 zu verbinden, wie auch immer das funktionieren sollte. Aber das war halt mal ein Projekt von dir. Und im Nachbarzimmer hörst du die dröhnende Musik von Simple Minds, Don't You. Deine Schwester Simone hat das Radio voll aufgedreht und hört Musik. Und auf einmal klopft es an einer Tür. Cora? Cora? Ja. Besetzt du das Telefon? Du schaust auf deinem Schreibtisch und neben deinem C64 ist eine Akustikkopplung an den Telefonhörer befestigt, den du aus dem Flur mit dem langen Kabel in dein Zimmer geschleift hast. Eine Akustikkopplung ist ein altertümliches Instrument, womit man damals ins Internet kam, also mit was man damals Internet genannt hat. Und das hat durch Akustiksignale, die man durch den Telefonhörer schickt, eine Verbindung zu einem Netzwerk aufgebaut. Und damit probierst du auch gerade rum. Der Akustikkoppler ist teilweise selbst gebaut. Du hast ein bisschen von deinem Vater davon gehört, der recht viel arbeiten ist, aber auch da in dieser Sparte arbeitet, und hast mal versucht, dir eins zu bauen, und zumindest Telefonleitung ist belegt und du versuchst, dein C64 in irgendwelche Netzwerke anzuschließen. Und deine Schwester ballert immer lauter vor die Tür. Cora, ich brauche das verdammte Telefon! Komm, nur noch ein bisschen, ich hab's fast. Cora, und du hörst in deinem Schloss, hörst du es rasseln. Komm, Moni, jetzt. Hallo, du musst jetzt nicht versuchen, hier einzubrechen. Ich mach ja schon auf. Bevor du zur Tür kommst, hörst du das Schloss aufgehen. Es ist ein altes Kastenschloss mit diesen größeren Schlüsseln, die vorne so eine Lippe haben. Und du siehst in Coras Hand einfach ein Stück Metall, was mal ein alter Schraubenzieher war, mit einem Griff dran geklebt. Und der Schraubenzieher ist halt vorne mit einer. Einfach so abgeknickt, womit sie in dem Schloss so lange rumgewühlt hat, bis der Schließzylinder aufgeploppt ist und deine wütende Schwester in deiner Tür steht und direkt das Telefon auf deinem Schreibtisch sieht. Es kann nicht dein Ernst sein, Cora. Was glaubst du denn, dass wir anderen nicht das Telefon brauchen? Mann, Moni... Ich muss meine Freunde anrufen, Cora. Verstehst du das nicht? Du bist die selbstsüchtigste Schwester, die es auf der ganzen verdammten Welt gibt. Stürmt an dir vorbei, reißt alles ab, was am Telefon dran ist und nimmt das. Das, und sagt sie dir, das Telefon, das nehme ich jetzt rüber. Das siehst du heute nicht mehr wieder. Du hattest es lang genug gehabt. Sie geht zur Tür und sie hört, dass du kurz angesetzt hast und sagt, was willst du noch sagen? Wie willst du dich entschuldigen? Papa wollte mir zeigen, wie das geht. Ich dachte, ich kann das vielleicht machen. Ist Papa gerade da? Nein. Also wie kann er dir zeigen, wie das geht, wenn er nicht da ist? Er hat keine Zeit, aber er hat gesagt, dass er mir helfen würde. Ich dachte, vielleicht kriege ich es alleine hin und dann kann ich ihm zeigen. Ach so, und dafür braucht die Herzogin von Nerdhausen also den ganzen Tag das Telefon. Ich dachte, du willst telefonieren. Ja, das will ich auch. Und ohne die Tür zuzumachen, kurz, bevor sie noch geht, sie ist auf einer Kommode, daneben irgendwie so ein bisschen Plunder steht, dreht sie sich um, schmeißt das Zeug runter und geht einfach. Du bist so eine gemeine Zicke. Und ich versuche, die Tür irgendwie wieder zuzumachen. Und das versagt. Ja. Also, gemeine Zicke hörst du nur auf dem, aus dem Nachbarzimmer kurz die Musik leiser werden. Mama! Cora benimmt sich schon wieder nicht! Das stimmt gar nicht! Und deine Mutter, wie heißt deine Mutter nochmal? Moni? Moni, Simone, Moni war mein Spitzname für. Martha. Martha.
Deine Mutter Martha ruft von unten aus dem Erdgeschoss: Mädchen, vertragt euch! Cora? Ja? Cora, kannst du mal bitte runterkommen? Machst du gerade was? Jetzt nicht mehr. Ich verstehe dich so schlecht. Kannst du bitte runterkommen und mit mir reden? Das ist unhöflich, über die ganze Treppe zu schreien. Flüstere zu mir selber, ja, aber selber machst du es doch auch. Und dann gehe ich störrisch in Richtung runter. Du siehst deine Mutter am großen Wohnzimmertisch sitzen, wo sie gerade angefangen hat, viele Zeitschriften aufzuklappen, ein Sammelsurium aus den verschiedensten Hausfrauenzeitschriften, die man käuflich erwerben kann in euren kleinen Supermarkt oder an einem Kiosk oder Bütchen bei euch in der Nähe. Und jede einzelne Seite ist ein Makramee-Muster, das sie aufmerksam studiert und hat dann daneben einen Haufen Schnüre und Wolle und liest sich gerade eine Anleitung durch, wie man Makramee häkelt oder bindet. Es ist halt eine Art, also ein Zwischenstück zwischen kniffigen Knoten und Häkelnadel, sowas in der Richtung, was von diesen verstückelt von diesen Frauenzeitschriften da angepriesen wird und gesagt, Cora, ja schön, dass du hier bist. Kannst du dich mal ganz kurz setzen? Ja. Cora, ich finde, du verbringst so viel Zeit vor der Flimmerkiste. Ja. Das Thema hatten wir schon, aber Papa macht das doch auch als Beruf. Warum kann mich das nicht auch interessieren? Papa hat eine sehr wichtige Arbeit, deswegen ist er auch sehr viel unterwegs. Aber das ist nichts für kleine Mädchen. So klein bin ich jetzt auch nicht mehr. Cora, geh doch mal raus, geh doch mal spielen. Triff dich doch mal mit deinen Freunden und spielt und macht Völkerball, als ich in deinem Alter war. Da waren wir nur draußen. Da haben wir nicht jetzt ständig vor diesen Kisten gesessen und uns die Augen viereckig geguckt. Wir waren halt zusammen, das macht Spaß, Cora. Geh doch einfach mal raus. Oder noch viel besser, wir machen eine gemeinschaftliche Aktivität. Ich weiß, deine Simone, die spielt zumindest Tennis, die betätigt sich, die macht was aus sich, aber dieses Ganze mit diesen Sachen, wo du dann, ich weiß den Namen nicht, es ist auch einfach, es ist halt diese Taschenrechner, wo Buchstaben rauskommen, ich weiß nicht, das ist halt doch nichts mehr als Spielkram. Das stimmt doch gar nicht, ich glaube, Papa wird das verstehen, Ich habe keine Lust, zusammen rauszugehen. Besonders nicht mit Simone. Nun, Cora, ich diskutiere da jetzt nicht mit dir. Du warst jetzt, seitdem du von der Schule wieder hier bist, warst du die ganze Zeit drin. Du gehst jetzt mal raus, junge Dame. Okay. Ich gehe jetzt raus. Super. In die weite Welt. Ich freue mich. Gut. Und versuch ein bisschen Spaß zu haben draußen. Ich schwöre dir, es würde dir gefallen. Wie jedes Mal, wenn du mich rausschickst. Ja. Immer sehr lustig. Ach ja, und noch eine Sache. Aber bitte schleif nicht immer das Telefon ein Zimmer. Wir alle brauchen das Telefon. Okay. Deine Schwester wollte schon die ganze Zeit telefonieren. Das konnte sie nicht, weil du mit deinen Dingern darum bastelst. Vielleicht wäre ich ein bisschen schneller fertig gewesen, wenn sie nicht ihre Musik so laut in ihrem Zimmer angemacht hätte. Und beschwert sich da jemand? Nein. Das ist doch ganz schmissige Musik. Ich kann mich dann nicht beschweren. Ich finde das schön, wenn so ein bisschen Rock'n'Roll gespielt wird. Okay, ich gehe. Ich gehe einfach. Wir sehen uns später, wann
soll ich wieder heim sein? Soll ich überhaupt wieder heim sein? Sie soll ja nicht drin sein. Junge Dame, du sprichst nicht in diesem Ton mit dir. Ich bin deine Mutter. Und du bist wieder zu Hause, wenn die Laternen angehen. Okay. Vielleicht ein bisschen später. Gut, sie kommt zu dir hin, nimmt dein Gesicht mit beiden Händen in die Hand. Cora, du könntest so viel aus dir machen. Du bist so ein hübsches Kind. Mach doch mal. Ach, geh einfach raus. Komm. Ich gehe noch kurz meine Tasche holen, okay? Ja, dann aber flott. Ja. Ich gehe nach oben, hole meine Tasche, pack mein Spielzeug-Laserschwert ein, weil ich es liebe, weil ich es cool finde. Was mir mein Papa übrigens geschenkt hat. Und pack einfach mal die Walkie-Talkies ein, weil ich weiß, dass Jan und ich da immer wieder sehr viel Spaß mit haben, uns damit über andere lustig zu machen oder auch sonstiges. Und du bewegst dich raus auf den Birkenweg, auf die Straße, in den warmen Nachmittag. Und wir ziehen einfach nur ein paar Häuser weiter, wo Rune Maria recht nervös vor der Tür seines Bruders steht und sich fragt, was er da zum Teufel anstellt. Es ist laut Musik zu hören, auch aus seinem Zimmer. Und gerade hörst du noch durch die Tür, aber als ob es praktisch in deinem, direkt neben deinem Ohr wäre, hörst du die Stimme des Radiomoderators. Und das war I'm on Fire von Bruce Springsteen. Ein All-Time-Favorite für dieses Jahr. Und immer daran denken, am Wochenende ist Wunschkonzert. Wenn ihr einen Musikwunsch für uns habt, dann ruft uns doch einfach an unter der 0221 4230 2812 und lasst uns einfach einen schmissigen Musikwunsch da. Und ich verspreche euch, er wird am Wochenende gespielt. Und als nächstes kommen einstürzende Neubauten mit Halber Mensch. Viel Spaß noch damit. Und die Musik fängt an. Und neben der Musik hörst du die Stimme von deinem Bruder, der einfach nur laute Geräusche macht, wie ist mein Vogel so Nervel. Rune, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, klar. Ich bin Rune Maria Bemsheim, wie meine Kumpel mich auch nennen, RBM, weil das nämlich erstens total mega cool ist, also richtig fein. Und weil meine Mutter immer sagt, RBM steht eigentlich für richtig besonderer Mann. Die ist in Ordnung. Ah, auf jeden Fall. Ja, mein Style. Cool, immer anders. Abends auch gerne so undercover mit so einem Kapuzenpulli. Da geht's dann richtig ab. Ja. Du stehst vor der Tür deines Bruders und wolltest eigentlich nur fragen, was er so macht. Deine Mutter hat heute einen ihrer schlechten Tage und hat sich schon mittags ein Rosé aufgemacht und davon stehen jetzt zwei Flaschen auf dem Wohnzimmertisch und sie hält ein kleines Nickerchen. Und dein Bruder hast du heute den ganzen Tag nicht gesehen. Mhm. Ja, ich gucke natürlich sofort ins Schlüssel, also durch das Schlüsselloch, was der macht. Du siehst, wie dein Bruder durchs Zimmer tanzt und mit einem Stück Holz, so, es ist so ein Holzbein von einem alten Schrank, was
Ähnlichkeit mit einem Mikrofon hat, versucht, die Songs im Radio mitzusingen, sich immer wieder ärgert, wieder neu ansetzt. Dein Bruder, ein bisschen älter als du, 17, 18, hat so eine Popper-Frisur, Röhrenjeans und so ein rostbraunes Poloshirt mit weißem Kragen, was er sich in die Hose gesteckt hat. Und versucht dann halt mitzumachen, relativ viel Akne im Gesicht, wo er halt auch versucht, die meisten Haare irgendwie drüber zu legen. Und du siehst an ihm vorbei auch seinen Schreibtisch mit einem IBM-Computer, ein Impulskauf deiner Mutter, die irgendwann losgezogen ist und gesagt hat, der Junge braucht das. Er muss ein bisschen sich beschäftigen und ihn wirklich einen nagelneuen, viel zu überteuerten IBM-Computer in sein Zimmer gesteckt hat, wo du auf dem Bildschirm Textzeilen siehst, die runterrattern. Und du siehst, wie dein Bruder kurz aufhört zu singen, zum Computer geht, einen Hebel am Diskettenlaufwerk nach oben schiebt, eine Diskette rausnimmt, eine zweite Diskette reinschiebt, wieder zumacht und der Strom an Textzeilen weiter nach unten tackert. Mhm. Ja, ich glaube, der Papst boxt im Kettenhemd. Auf jeden Fall bin ich sehr neugierig und geh rein. Ist die Tür auf? Die Tür ist abgeschlossen. Na, dann klopfe ich mal. Wie ein Geistesgestörter. Mit verschiedenen und unterschiedlichen Beats. Die Musik geht schlagartig aus und du hörst aus dem Zimmer deines Bruders: Was? Volker, was machst du? Das geht dich ein Zeiss an. Volker, komm, mach mal auf. Rune, ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst mir nicht auf den Sack gehen. Volker, jetzt mach mal einen auf Volker Racho. Komm. Du hörst, wie die Tür aufgeht und die Tür geht so einen Spalt nach hinten geschoben und dein Bruder sein Gesicht da reindrückt. Hör endlich auf zu nerven. Nerv Mama oder nerv deine komischen Freunde oder mach irgendwelche merkwürdigen Zeichnungen, die du sonst immer machst. Aber nerv mich nicht. Ja, was machst du denn da mit dem IBM? Zeig mal. Das verstehst du eh nicht. Doch. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Programmieren oder auf Tüfteln. Ich würde lieber Tüfteln nehmen. Du kannst es ja aussuchen. Na, sehr gut. Ist auch nur eins. Egal. Plus 5. Guck mal. Meins ist kaputt. 0. Du hast keinen Erfolg. Nein. Du weißt nicht, was dein Bruder irgendwie mit dem Rechner macht und er will es dir auch gerade nicht sagen. Du hast schon so lange schon mal wie immer deinen Fuß in die Tür geschoben, sodass er die Tür nicht wieder zukriegen kann und dein Bruder: Jetzt hör endlich auf, mich zu nerven. Ich hab wichtige Dinge zu tun. Ja. Ich nehme mich auch. Viel wichtigere. Und da darfst du dann auch gar nicht wissen, was das ist. Was hast du denn für wichtige Dinge zu tun? Ja, ist geheim. Mach mir... wo hast du den höchsten Wert? Damit darfst du jetzt einen Wurf machen. Untersuchen. Ja, dann machen wir doch mal bitte... Okay, du hast es so gewollt. Ah, ups. 7. Ja, immerhin 1. Ein Vorteil. Dein Bruder springt an. Nee, jetzt sag mal, was hast du denn für Wichtiges zu tun? Tja. Das, also, wenn. Das kann ich dir auf dem IBM mal zeigen. Soll ich? Hm? Okay. Er macht die Tür auf, aber schnell.
Er führt dich zu seinem Computer und du siehst Textzeilen runterrattern, runterrattern, runterrattern und du kannst halt rechts sehen, das sind mehrere Disketten, 5¼ Zoll Disketten, die da rumliegen, wo auch schon teilweise Marker draufgeschrieben ist, dass dein Bruder Spiele raubkopiert. Und dein Bruder geht zu seinem IBM-Computer, drückt kurz auf die Leertaste, die Zeilen hören auf und er schreibt in einem Unterordner, was du noch sehen kannst, ich muss eine Pause machen. Und drückt auf Enter. Und du siehst noch kurz, bevor sich da vorstellt, dass ein OK erscheint. Wovon Pause? Naja, hiervon. Was machst du denn da? Wenn ich es erkläre, wirst du es nicht verstehen, aber ich sag's dir trotzdem. Ich verkaufe Spiele. Und schenkst du mir auch welche? Natürlich nicht, was willst du mir zeigen? Ich wollte dir, hier, guck mal. Hat Cora, also hab ich für Cora, auch, ich hab auch eins für Cora gemacht. Und ich lauf raus. Bruder, hinterher, du bist der größte Spasti, den es gibt. Ich hoffe, du findest niemals Freunde. Und alle deine Freunde, die du jetzt hast, sind dumm. Gar nicht. Und ihr wisst nie, und du weißt nicht, was cool ist. Du rennst runter. Und deine Mutter liegt, nachdem sie sich halt leicht eingeladen hat, unten auf dem Sofa und sagt, Rune, mein Schätzchen, komm mal kurz her. Ja, Mama? Sei doch mal ein guter Junge und hol deiner Mutter eine Schachtel Zigaretten. Okay. Und sie nestelt irgendwie so an ihr rum und so, du bist so ein guter Junge. Mhm. Weiß ich doch. Du bist halt so hübsch, du bist so einfach. Sei einfach, und die schiebt dir einfach einen 50-Mark-Schein zu. Hol dir davon, was man sich so holt und mir, eine Packung, du weißt schon, Mamas Lieblingszigaretten. Ja, komm, husch, husch. Mhm. Dann bis gleich. Und ja, ich nehme den Fuffi und rauslaufen. Und ich klopfe nochmal beim Rauslaufen an Volkers Tür, natürlich. Und du hörst von drin, verpiss dich! Du rennst auf die Straße, dein Haus ist praktisch auf der gegenüberliegenden Seite ein paar, wie 20, 30 Meter weiter links oder rechts so entfernt von Coras Haus. Und du rennst auf die Straße. Aber währenddessen hat Jan Ronny auf dem Fahrrad eingeholt, möchte gerade was sagen, als euch von hinten rechts ein Taxi schneidet und euch, dass ihr euch beide fast auf die Fresse legt und mit einer abartigen Geschwindigkeit an euch vorbeifährt. Der Motorenlärm nur noch übertönt von dem Radioprogramm, das im Innenraum spielt, moderne Rockmusik läuft, offene Fenster und das Taxi rauscht und schlingert an euch vorbei. Cora, als du gerade aus dem Haus trittst, rast ein Taxi an dir vorbei. Rune, du bist aus dem Haus getreten und siehst einen Lieferwagen. Röhrichs Gaswasserinstallation kommt gemütlich an dir vorbei und ihr seht Jan und Ronny aus der Entfernung und Cora und Rune sehen eine kurze Pause. Wir sind in 10 Minuten wieder da mit Tales of the Loop, die neue deutsche Welle. Bis gleich.